In diesem Video geht's um die beliebteste, schnellste, gutaussehendste Spitzhacke, die es in Fortnite gibt, nämlich die Leviathan-Hacke. Wenn man diese Spitzhacke besitzt, fühlt man sich, hat man übernatürliche Kräfte in Fortnite. Deshalb ist sie auch so sehr begehrt. Deshalb geht's in diesem Video, wie ihr diese Spitzhacke bekommen könnt. Ja, meine andere Art von Video. Hallo und herzlich willkommen zum erneuten Fortnite Video. In diesem Video geht es darum, wann die Leviathan-Axt wieder in den Fortnite Item Shop reinkommt. Unter anderem gehe ich auf das Gerücht ein, dass man angeblich Fortnite die Leviathan-Axt in Form von einem Kartencode veröffentlichen möchte, dass sie im Endeffekt in so Shops geht wie Aldi oder GameStop und da euch dann so einen Kartencode kaufen könnt und den dann in euren Epic Games Launcher eintragt, damit ihr dann diese Spitzhacke bekommt. Auf diesen Punkt möchte ich eingehen. Ich habe auf Twitter ein bisschen recherchiert, da vielleicht auch was Cooles für euch herausgefunden. Und ich habe mir natürlich wie immer Daten und Fakten herausgesucht. Unter anderem, ich mache momentan ein Gewinnspiel. Ich verlose eine 5€ Paysafe-Card. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie kann man denn da mitmachen? Es ist ganz einfach. Ihr müsst einfach nur diesen Kanal hier abonnieren und unter diesem Video euren Epic Games Namen in die Kommentare schreiben. Wenn ihr diese ganzen Sachen gemacht habt, werdet ihr in eine Word-Datei eingetragen und macht mit beim Gewinnspiel. Das Gewinnspiel wird am 17. Juni 2022 aufgelöst. Also wir schauen uns jetzt erstmal Daten und Fakten an. So, nämlich war die Leviathan-Hacke am 19. März 2021 im Fortnite Item Shop. Also vor 378 Tagen. Ist jetzt schon ein Jahr her mit paar zerquetschten Tagen. Jetzt stellt sich natürlich erstmal die Frage, also die meistgestellteste Frage ist natürlich jetzt, ist es überhaupt noch möglich, dass diese Spitzhacke in den Fortnite Item Shop reinkommt? Da habe ich so ungefähr, man kann sagen, so zwei Gründe, wieso ich glaube, dass sie schon wieder reinkommt. Und mein erster Grund wäre erstmal, Fortnite hat mit niemandem dort einen Vertrag abgeschlossen. Also es ist eine Spitzhacke, die Fortnite selbst veröffentlicht hat. Also diese Spitzhacke, dieser Skin und dieser Emote da, und der Hängegleiter, den darf ich nicht vergessen, diese Items hat Fortnite ja selbst veröffentlicht, die haben die selber kreiert, die haben damit keinen einen Vertrag gemacht, deswegen ist es, also glaube ich, dass Fortnite diesen Skin eigentlich jederzeit veröffentlichen könnte. So, das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt wäre, der Skin und die Spitzhacke werden in den Fortnite Files geupdatet. Sie wurden geupdatet bei den Fortnite-Shops-Files, habe ich auf Twitter gesehen. Deswegen ist es auch echt sehr, sehr komisch, denn viele auf Twitter fragen sich auch, okay, die updaten das regelmäßig und Fortnite hat da mit niemandem einen Vertrag abgeschlossen. Wieso veröffentlichen sie diesen Skin nicht und diese Spitzhacke nicht? Denn es sind ja sehr, sehr beliebte Items. Und das ist halt die große Frage, die sich momentan so jeder stellt. Deshalb ist es auch so schwer, da eine richtige Prediction zu sagen. Ich will jetzt aber nochmal auf den Punkt eingehen, dass Fortnite vielleicht so machen wird, dass man so eine Karte bekommt, wo man dann diese Leviathan-Axt in irgendeinen GameStop-Store oder in irgendein, also auf jeden Fall in irgendein Geschäft dann so eine Karte kaufen kann, wo man dann diesen Code einlösen kann über den Epic Games Launcher und dann diese Spitzhacke hier bekommt. Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich stimmt. Da würde ich mal sagen, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt kommt es ja zum Eigentlichen, zur Shop Prediction. Das ist natürlich schwer. Ich habe ja so, bei meinem letzten Video war es ja so, dass ich predicted habe, dass sie genau an den Tag kommt, wo sie letztes Jahr gekommen ist. Ist leider nicht passiert. Aber halt daneben predicted ist auch okay, kann mal passieren. Ah, ist es jetzt schon ein bisschen knifflig, deine neue Prediction rauszuhauen. Also ich habe mir da echt ein bisschen schwer getan, aber mein Call wäre jetzt so der 18. Juli. Also ich glaube, von heute bis zum 18. Juli könnte ich mir das gut vorstellen, dass sie reinkommt. Ich hoffe, diese Art von Video hat euch gefallen. Falls ja, dann lasst doch ein Like und vielleicht auch ein Abo da. Würde mich natürlich sehr, sehr supporten und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein.